Freunde, ein wunderschönes Hallo. Heute wieder zum neuen Video bei RD48 aus der Schrauberhalle in Chemnitz. Ja, ihr seht's, endlich mal wieder ein Video von hier. Mal abgesehen vom Frage-Antwort-Video. Es geht um eines unserer Fahrzeuge, den Diesel R6. Vom Fahrtechnischen hat man gar nicht so oft die Probleme, dass man jetzt irgendwas vermisst. Aber spätestens, wenn man in die Mittelkonsole auf den Monitor schaut, merkt man, das ist schon ein bisschen älter. Und in dem Fall vom Diesel R6 sind's ja knapp 17, 18 Jahre. Die große Problematik, die mich ja schon seit dem Besitz des Autos beschäftigt, ist das Thema Bluetooth-Verbindung. Und das ist immer ein richtiger Krampf. Denn es gibt eigentlich nur eine günstige Lösung. Dieses wunderschöne Stück hier, ja, gibt es in 10.000 verschiedenen Variationen, ist ein FM-Transmitter, der sendet Signale, ähnlich wie ein Radiosender. Und das könnt ihr dann über euer Radio im Auto empfangen. Ich denke, jeder kennt's. Aber es muss ja auch noch einen Plan B geben und eine ordentliche Lösung, um irgendwie sein altes Multimedia-System irgendwie auf neueren Stand zu holen. Es gibt dort verschiedene Boxen, die sind aber alle relativ teuer und können wirklich nur Bluetooth. Ja. Es gibt dann noch welche, die sind adaptierbar noch mit Apple CarPlay und so weiter, sind aber alle ab 200 Euro aufwärts. Und das war mir ehrlich gesagt nicht der Preis wert, das auszugeben. Und wie ihr wisst, habe ich ja eh ein Problem in meinem Kombi-Instrument. Ist ja alles mit Carbon überzogen gewesen. Was aber natürlich hier unten an der Kante, ihr seht es am Monitor, schon durch die Hitze hochgekommen ist. Das Hauptargument, warum ich überhaupt dann nach einer alternativen Lösung gesucht habe, denn das musste ja sowieso hier raus. So, jetzt seht ihr hier, das ist der aktuelle Stand. Wie gesagt, alles hier in Carbon. Und damit das quasi alles neu kommt, habe ich mich dazu entschieden, hier so eine komplett neue Geschichte zu bestellen. Und zwar über unseren asiatischen Markt AliExpress. Und wir machen jetzt mal zusammen ein kleines Unboxing. Ich habe natürlich das Ganze hier schon aufgehabt, denn ich musste schon einiges anpassen. Dazu aber gleich mehr. Wollte euch natürlich nochmal auf die Reise mitnehmen, wie der erste Moment war, als ich dieses wunderschöne Paket ausgepackt habe. Ja. Denn ich muss sagen, es sieht absolut geil aus. Ja. Zieht euch das mal rein. Das ist eine komplette Blende, die einfach wie original aussieht. Das bedeutet, man wird später nicht erkennen, dass hier überhaupt mal jemand Hand angelegt hat, sondern sieht einfach aus, als hätte man es so bestellen können. Jetzt war es allerdings so, dass ich das alles komplett zerlegen musste, weil ich diese Blende gerne in schwarz haben wollte. Schwarz, wie sie im Diesel R6, im normalen R6 nämlich ist, ab Werk. Sonst ist die natürlich immer silber gewesen. Ich wollte die jetzt nicht wieder mit Carbon beziehen lassen, da die Problematik ja bestand, dass es in, ja, durch die Hitzeentwicklung halt sich irgendwie abhebt oder ablöst. Und deswegen war das auf jeden Fall die schnelle Variante. Vielen, vielen Dank nochmal an Lackwerk, die das hier auf die Schnelle mal fix in Schwarz-Hochglanz lackiert haben. Ich muss dazu sagen, Schwarz-Hochglanz ist wirklich die undankbarste Lackfarbe, die man wahrscheinlich im Innenraum haben kann, weil es ist wirklich einfach nur undankbar, was Staub, Fingerabdrücke und Flecken angeht. Aber egal, war halt original beim RS6. Und hier hinten sehen wir jetzt schon, hier ist ein kompletter Computer drin. Ja, das ist Android. Hier steht auch nochmal das Baujahr 2005 bis 2009. Es gibt da spezifisch für jeden A6 oder für jedes Modell irgendwelche verschiedenen Systeme, die dann passgenau sind, auch mit dem Multimedia-System, was jeweilig verbaut ist. Bei mir ist ein MMI 2G High verbaut. Das war für das Baujahr die höchste Ausstattungsvariante, die man da wählen konnte bei dem Multimedia-System. Kann aber eben leider nicht viel. Jetzt habe ich hier die ganzen Ringe und alles rausgebaut. Da kann ich mal ganz kurz ein paar Szenen einblenden. Also hier hat Fadi hier einen Lötkolben genommen, ne? Und hat jetzt hier erstmal die Ringe rausgetrennt. Also die Seite muss noch. Ansonsten alle Stecker sind draußen. Ja, habe ich hier alle schon rausgeschnippelt. Monitor ausgebaut, damit wir die gute Leiste jetzt hier nochmal schön lackieren können. So, alles ready zum Neuzusammensetzen. Hier sind die ganzen Schrauben und Schalter alles am Start. Hier liegt schon das wunderschöne Panel. Ja. Hier noch Kabellage und natürlich die Ringe müssen wieder rein. Ganz wichtig, ja, die kommen dann hier an diese Position. Funktioniert das alles wieder? Die Tasten gehen jetzt und wie ihr schon seht, dadurch, dass dieser Monitor ja jetzt viel, viel größer ist, sind die ganzen Tasten, die eigentlich hier noch sind, auf diese Seite mitgewandert. Die müssen ja eigentlich schon nicht so groß sein. So, jetzt kann man die hier natürlich schön drücken und kann trotzdem noch alle Funktionen weiter beibehalten, wie sie original waren. Zu den Funktionen, was jetzt hier eigentlich alles möglich ist, komme ich am Ende, wenn das ganze System eingebaut ist. Denn das will ich natürlich selber mal testen, bin ich sehr gespannt. Übrigens heute wieder Pommes hinter der Kamera. Ja. Ich habe noch nie dieses ganze Kombi-Instrument-Quatsch ausgebaut. Deswegen muss ich selber erstmal gucken, wie das funktioniert. Das wird auch keine Einbaueinleitung hier. Ich wollte euch nochmal auf die Reise mitnehmen, weil ich euch ja versprochen hatte, weil ich schon mal eine Umfrage bei Insta gemacht habe. Was ist jetzt mit dem Thema Bluetooth? Ja. Und das ist meine Antwort. Thema Preis. Ich habe mich hier für die größte Variante entschieden, die es überhaupt zu bestellen gibt für das Modell. Ne? Das ist ja immer ein bisschen modellabhängig, aber das ist die größte Ausstattungsvariante von dem Android-System, also das aktuellste mit größten Speicher und schieß mich tot. Das hat mich jetzt roundabout mit Zoll, allem drum und dran und Versand 510 Euro gekostet. Finde ich wirklich fair. Laut der Beschreibung, es gibt leider keine Anleitung zu dem ganzen System, aber ich denke, es ist wahrscheinlich teilweise selbsterklärend. Hoffe ich jetzt einfach. Die Wie gesagt,
ich habe es noch nie gemacht. Aber was ich schon mal ganz cool finde, es sind hier überall Kabel dabei, die einfach Plug and Play dazwischen geschalten werden. Und hier sind sogar Keile dabei, wo ihr euch den ganzen Quatsch auseinanderbauen könnt. Hier sind auch noch ein Haufen Kabel, das habe ich auch noch nicht durchgeguckt. Wir haben hier 4G, GPS-Antenne und dann haben wir hier noch allerlei USB- und Video-Ausgangskabel. Wie gesagt, hier kann man so viel anschließen. Das machen wir aber alles zum Schluss, wenn das ganze System eingebaut ist. Das gute Stück ist draußen. Jetzt bauen wir den ganzen Spaß hier mal aus und legen das nochmal am Tisch nebeneinander. Hier nochmal der direkte Vergleich. Aber der Bildschirm hier, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt sehen wir hier nochmal die Schalter. Das sind die Schalter, wie sie drin waren. Und die findet ihr dann hier 1:1 ersetzt. Sehr schön. Tacho habe ich jetzt schon abgeschraubt. Der liegt hier hinten, denn dafür habe ich noch ein ganz anderes Gimmick. Und zwar habe ich einfach mal gegoogelt und habe im Netz was gefunden. Das geschulte Auge wird erkennen, es handelt sich hier um einen Replika RS6 Dieseltacho. Könnte man das so sagen? Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich hoffe, das passt hier. Plug and Play haben mich jetzt 100 Euro gekostet. Diesel. Ganz schön, ne? Da hat er sich was gegönnt. Wollte ich aber gerne haben. Das ist eigentlich noch so das kleine Detail. Ich meine, man schaut ja sehr oft drauf. Also erstmal Drehzahlmesser stimmt 1:1 überein und auch die Skala von der Geschwindigkeit. Ich wollte es einfach mal für euch mit reinnehmen ins Video. Einfach mal ausprobieren. Währenddessen hat Pommes hier schon mal das Handschuhfach komplett ausgebaut. Denn hier ist ja der CD-Wechsler drin, wo alles dann verbunden und connected wird. Ja. Und da haben wir uns das hier schon mal grob aufgebaut, um zu schauen, welches Kabel hier wie woran geht. Und so sieht es aktuell im Innenraum aus. Ihr seht hier alles komplett draußen. Auch hier Handschuhfach komplett draußen. Das Einzige, was wir jetzt noch rausbauen müssen, ist das Klimabedienteil. Und wenn das dann draußen ist, können wir das nämlich auch noch mit verbinden. Das wird wohl mit angeschlossen. Es wird jetzt hier ganz schönes Gefaddel. Wie gesagt, eine Einbauanleitung wäre wirklich super gewesen, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Der Klimabedienteil ist draußen. Auf jeden Fall haben wir hier nämlich zwei Stecker von dem Kabelbaum, die hier einfach zwischengesteckt werden. Da haben die Asiaten ihren wunderschönen Zwischenstecker vorbereitet, den wir hier einfach zack reinklicken. Und hier an diese beiden Stellen kommen dann die originalen Stecker ran. Und dann müssen wir uns natürlich noch Gedanken machen, dass wir das alles ordentlich hier rein verlegen. Kommen hinten die Stecker ran an den CD-Wechsler. Ja, vom Handschuhfach. Da haben wir hier alle schon wunderschön rangeknerbelt. Das sind die zwei USB-Kabel, ne? So, wir haben den ganzen Spaß mal reingehangen. Bin jetzt echt gespannt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Danke, danke. Hallo? Wir haben kein Bild auf dem Bildschirm. Deswegen haben wir uns jetzt nochmal auf Suche gemacht, ob vielleicht irgendwo anders das Problem sein kann und sind auf eine Sache gestoßen, dass ein Stecker auch woanders passt. Es kann also sein, dass die Stecker falsch verlegt sind. Da wir natürlich keine Anleitung, nichts dazu haben, ist das Ganze ein bisschen problematisch. So, hier oben haben wir das MMI-Steuergerät. Dort wird ein Stecker zwischengesteckt. Zwei USB-Ausgänge. Das ist der Stecker, der original ans Display kommt. Und dann haben wir hier einmal den Hauptstecker, der quasi von allen verschiedenen Steckern hier speist. Jetzt können wir eigentlich alles wieder zusammenbauen und dann testen. Part 1 ist geschafft. Oh, das sieht schon mal richtig gut aus, ne? Guck mal hier, das ist hier mein Handyhalter. Ha? Herrlich. Zack. Das ist ja grandios, ist das. Und schaut mal hier. Geil. Kommt auch gut. Werden wir dann gleich alles ausgiebig testen. Komm, jetzt macht sie erstmal einen kleinen Kaffee. Jetzt werden wir hier unten noch das Handschuhfach ordentlich installieren. Und dann können wir endlich mal hier durchchecken. Es ist geschafft. Erster Blick über das neue Technikpaket, was wir jetzt hier installiert haben. Also erstmal nochmal die wunderschönen Tachoscheiben. Also wie ihr hier seht, haben wir hier das komplette MMI integriert in dem Android-System. Der Bildschirm ist erstmal riesig im Vergleich zu dem, wie er vorher war. Man kann es eigentlich ganz gut sehen, so war Serie. Natürlich ein bisschen mehr in der Mitte und das ist dazu gekommen.
in Full HD, also absolut geil. Lasst euch nicht irritieren, hier drüben steht jetzt was von 127 Liter. Das ist aber bestimmt, weil die Tankuhr ja noch nicht genau funktioniert. Sieht wirklich fantastisch aus, gefällt mir sehr gut. Und noch viel besser, man kann natürlich hier alles ganz normal weiter steuern. Ne? Und das ist natürlich top, man kann hier die einzelnen Tasten andrücken. Dann wird dann, was weiß ich, Info. Gehen wir mal drauf, zack, geht hier die Verkehrsmeldung auf. Dann hier Navi, geht natürlich hier die alte Karte auf. Alles am Start. Radio, geht das Radio an. Wow, also das ist schon mal wirklich cool. Und jetzt geht's aber weiter. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein komplett neues Display aufzumachen. Das Coole ist, es ist übrigens ein Touch-Display. Das heißt, ihr könnt ja einfach alles anklicken, was ihr halt haben wollt und könnt euch jetzt hier diverse Sachen anzeigen lassen. Jetzt haben wir hier so ein Info-Display. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die Türen offen sind, Kilometerstand, hier Geschwindigkeit und alles. Ob man es jetzt braucht, ist die andere Frage, aber das soll wahrscheinlich so ein bisschen Modernität reinbringen. Hier sehen wir jetzt nochmal, dass die Türen offen sind. Ah, das ist praktisch. Wenn man kennt, dass das Licht an ist. Stimmt. Jetzt ist aus. Ja. Jetzt ist an. Ja, jetzt muss ich mich hier auf jeden Fall erstmal komplett reinfitzen, was hier wie wo möglich ist und hinterlegt ist. Festplatte. Ach, hier ist die Soundeinstellung, die wir vor uns gesucht haben. Siehst du das hier? Naja, bestimmt mit drauf. Oh. Frage ist, wenn ich jetzt hier YouTube aufmache, ne? Wir machen jetzt hier mal ein aktuelles Video von uns an. Dafür macht es auch unheimlich Spaß, einfach das zu machen, wir wollen. Und gerade mit dem Feedback von euch und so, das macht ja auch. Könnte fast denken, es ist dort hinten gefilmt. Könnte fast denken. Z-Link müsste man eigentlich in Apple CarPlay reinkommen. Connection, please wait. Und da sind wir am Start. Spotify. Herrlich. Hier. XS Podcast. Können wir jetzt anhören. Das ist natürlich top. Machen wir mal auf Ziele. Sachsen-Therme. Ja, Browser, Surfen, AVM, war was? Ach hier, Einpark. Wir haben hier keine Rückfahrkamera, die könnte man natürlich auch integrieren, aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Damit kannst du halt die Daten checken. Was ich noch rausfinden will, normalerweise habe ich ja, es ist ja eigentlich keyless, wie ihr seht. Also ich könnte jetzt auch ohne starten. Na? Ah, jetzt bleibt's an, gut. Also solange sich der Schlüssel dann im Auto befindet, können wir jetzt quasi hier rumrudern. Geisteskrank. Kurz angemeldet hier. Können wir das jetzt angucken? Suicide Squad? Geil. Können wir mal hier einen Trailer vom Adam. Geil. Mein Sohn opferte sein Leben, um mich zu retten. Das ist schon geil. Guck mal, man kann sogar aufzoomen. Das ist wirklich komplett die Ränder füllt. Ich habe keinen Reisepass. Reisepässe brauchen wir nicht. Wir sind die Justice Society. Gut. Fällt dir noch was ein, was wichtig wäre, was wir sonst vergessen würden? Soundcloud. Ja, man muss schon sagen, so kann man sein Multimedia-System schon ins Jahr 2022, 2023 hieven. Ne? Das ist schon ein schönes Gimmick. Und was natürlich das Allergeilste ist, wir haben jetzt wirklich die volle Soundqualität mit dem Bluetooth, weil das war ja über diesen FM-Transmitter nicht so geil. Ja. Das ist Pommes aufgefallen, wir haben kein DAB+. Das müsste man rein theoretisch mal noch ergänzen. Das wäre noch ein schönes Gimmick obendrauf. Ich habe aber schon mal geschaut, so einfach gab es jetzt nicht zu dem System dazu. Wahrscheinlich müssen wir da mal eine extra Box holen oder so. Auf jeden Fall haben wir ja jetzt genug AUX und Anschlüsse, wo wir andere externe Geräte noch anschließen können. Von daher sollte das kein Problem sein. Ich habe einfach gedacht, ich nehme euch mal auf die Reise mit bei diesem Experiment. Ich muss sagen, mit den Taroscheiben bin ich sehr zufrieden. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ausgiebig testen. Aber wie gesagt, ich wollte euch mal einen kurzen Einblick geben, was da so möglich ist. Ich denke, der eine oder andere hat sowas vielleicht auch schon. Ich finde das auf jeden Fall geil, dass sie sich ein paar Gedanken gemacht haben und das alles hier schön eingelassen haben. Denn wenn du hier jemand reinsetzt, der noch nicht in einem A6 411 gesessen hat oder, sag ich mal, sich damit ein bisschen auskennt, würde erstmal sagen, war da schon immer so ein großer Monitor drin? Das ist schon wirklich cool. Und dadurch, das Allercoolste finde ich wirklich, dass es auch ganz normal hier auch gerade Lautstärke oder so geht ja ganz normal weiter über die typischen Tasten und Bedienfelder, die halt vom Auto gegeben sind. Und das finde ich schon echt cool. Roundabout 500 Euro muss man rechnen, aber dafür ziemlich moderne Technik in dem alten Auto drin. Ja. Damit verabschiede ich mich und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, das Bluetooth-Thema ist jetzt erstmal geklärt. Das ist zwar die Luxusvariante, aber es ist halt auch die geilste Variante.
In diesem Sinne, vielen lieben Dank und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt. Haut rein. Ciao.